hallo liebe Kopterfreunde und Unique-Fans und willkommen auf meinem Kanal. Es gibt ein weiteres Video über die beiden Mantis-Copter, einmal der Mantis G und rechts der Mantis Q. In diesem Falle die X-Pack-Variante. Ihr seht hier einmal die beiden Verpackungen, die normale Verpackung habe ich schon weggeschmissen. Die X-Pack-Variante unterscheidet sich zur normalen, dass da eine Tragetasche dabei ist und zwei zusätzliche Akkus, also insgesamt drei. Und bei Mantis G, das ist alles ganz normal, also ein Akku, Ladezubehör und das ganze Zeugs, was halt dabei ist. Nur für euch die Verpackungen, um euch das einmal zu demonstrieren, zu zeigen. Ich möchte in diesem Video euch die Unterschiede zeigen, was beim Mantis G anders ist als beim Mantis Q. Ich habe schon mal etwas aufgebaut. Ihr seht einmal links den Mantis G und rechts den Mantis Q. Und ihr seht auch die beiden Funkfernsteuerungen und die habe ich markiert. Einmal mit Mantis G, Mantis Q. Denn das musste ich auch in diesem Falle tun. Das hat auch seinen Grund, denn die beiden Fernsteuerungen sind zu 100% identisch. Allerdings sind die Software-Versionen, die drauf sind, unterschiedlich. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ich eine Fernsteuerung mit einem Copter verbunden habe, sind die beiden ja gekoppelt. Und da kann ich die andere Fernsteuerung zumindest nicht direkt nehmen, sondern müsste die erst neu binden, neu koppeln, ja, um die dann entsprechend zu nutzen. Und dann meckert er auch, dass eine andere Firmware drauf ist und sagt, ich soll ein Software-Update durchführen. Aber dazu ein andermal. Auf jeden Fall, ihr seht es, ich kann die ganz normal ausklappen. Ihr seht dann auch von hinten die Knöpfe, die sind identisch. Die Drehrädchen, die sind identisch. Joystick ist identisch. Also, wie gesagt, das ist alles komplett identisch. Deswegen habe ich mich hier dazu entschieden, die zu markieren, damit ich weiß, welche Fernsteuerung zu welchem Copter gehört und ich die nicht noch einmal neu binden muss. Es wäre mir vielleicht dann aufgefallen, wenn ich hätte losfliegen wollen und ich hätte kein Bild, weil die nicht miteinander gekoppelt sind. Aber dem habe ich direkt vorgebeugt, einfach markiert. Nicht jeder hat ja beide da, bei mir in diesem Falle schon. Die beiden Copter im zusammengefalteten Zustand, links Mantis G, rechts Mantis Q, nebeneinander, ihr seht's, sehen auf den ersten Blick fast gleich aus. Ein paar Kleinigkeiten, die jetzt hier im Detail auffallen, sind anders, wie zum Beispiel links beim Mantis G, der Akku, der ist oben matt gehalten, die Applikation, und rechts beim Mantis Q, ihr seht es, in Glanz. Das ist aber vollkommen egal, denn die beiden Akkus sind zu 100% kompatibel, die kann man also tauschen. Der Mittelstrich vom Mantis Q fehlt beim Mantis G, dafür hat Mantis G zwei kleine Lüftungsschlitze, ich vermute zur Kühlung der Elektronik, damit da kein Hitzestau entsteht, wenn da zum Beispiel die CPU läuft und Bilder berechnet oder meinetwegen die Bilder nachbearbeitet, wie auch immer. Die Motoren, da muss man mal genauer hinschauen, die sind in diesem Fall silbern gehalten und beim Mantis Q in schwarz. Für die Funktion allerdings ist das vollkommen irrelevant. Interessanter wird es, wenn wir uns die beiden Copter einmal von unten anschauen. Da sehen wir rechts den Mantis Q, steht sogar drauf, und links der Mantis G, auch das steht drauf. Und wir sehen hier auch direkt den Gimbal-Schutz, der hier einfach abgeklippt werden kann. Ist natürlich auch sinnvoll für den Transport, den Gimbal zu schützen. Die beiden Systeme sehen wir rechts halt nur federgelagert beim Mantis Q und links beim Mantis G ein sogenannter Zweiachsen-Gimbal, der unter anderem die Rechts- und Linksflüge im Bild ausgleicht. Das heißt, wenn man nach rechts und links fliegt, bleibt das Bild trotzdem horizontal. Ihr seht es, der Gimbal gleicht das in Echtzeit aus. Die beiden Lüftungsschlitze, Lüftungsrippen da unten sind auch etwas unterschiedlich. Und interessant ist, dass beim Mantis G an den hinteren Auslegern zwei so kleine Nasen dran sind für die Stabilität. Und hier nochmal diese Gummipuffer oder die Füßchen, die sind halt blau bei Mantis G und beim Mantis Q sind sie halt schwarz. Ne? Aber ansonsten ist die Funktion gleich gegeben. Interessanter wird es jetzt wirklich in dem Fall bei dem Indoor Position System. Ihr seht es, beim Mantis Q ist das ein Sonarsystem. Es wird ein Schall erzeugt, der dann wieder empfangen wird. Und bei Mantis G ist es Optical Flow, also da wird ein optisches Messsystem verwendet. Da wird halt die Zeit gemessen, wie lange das dauert, bis der ausgesendete Strahl dann wieder empfangen wird. Und so misst man die Entfernung zum Boden hin. Finde ich natürlich auch besser, denn der Mantis G hat in diesem Falle
meiner Meinung nach ein besseres Indoor-Position-System, denn das funktioniert meiner Meinung nach besser und ist weniger artefaktanfällig, ja, als beim Mantis Q mit dem Sonar-System. Ebenfalls anders oder verbessert meiner Meinung nach die Status-LEDs. Die sind hier etwas herausgelassen. Beim Mantis G und beim Mantis Q sind sie eben. Das erlaubt meiner Meinung nach eine bessere Sichtbarkeit. Natürlich muss man bedenken, der steht auf dem Boden und das ist ein Zentimeter Luft, also sieht man auch nicht so viel. Eigentlich sieht man die Reflexion des Lichtes am Boden und kann daran erahnen, in welchem Flugmodus man sich befindet. Ja, das sind sie. Das ist jetzt neu, zumindest von der unteren Seite, was man auf den ersten Blick erkennen kann. Im ausgeklappten Zustand sieht man nichts Neues, was ich nicht bereits schon erwähnt hatte. Ihr seht hier die Motoren auf den ersten Blick, die Lüftungsschlitze. Aber ich möchte euch hier ein besonderes Detail zeigen, was ich gerade eben schon erwähnt hatte. Und zwar unter den hinteren Auslegern, unter den hinteren Motoren sind so kleine Nasen dran, die für einen besseren Stand sorgen. Ihr habt es gesehen, ich habe gerade drauf gedrückt. Jetzt mache ich dasselbe beim Mantis Q und ihr seht, der kippelt. Das ist natürlich klar, dadurch, dass die Nase dort hinten dran ist, hat er einen festeren Stand. An den äußeren Teilen ist ein Standfuß befestigt, ja, und eigentlich passiert hier nichts. Auch kann man mit dem Mantis Q ganz gut landen, aber wenn ich zum Beispiel etwas schräg bei mehr Wind lande, dann kann es passieren, dass die Propeller den Boden berühren, da geht nichts kaputt, der wird wahrscheinlich dann auch ganz normal landen, aber es kann halt passieren, dass dadurch die Propeller beschädigt werden und anschließend ausgetauscht werden müssen. In dieser Seitenansicht sieht man nochmal sehr schön die Gimbal- oder Kamerasysteme. Ihr seht es, links ist das etwas freier, ein Zweiachsen-Gimbal, der sich auch bewegen muss. Die Status-LED hier kann man auch nochmal sehen, da eingelassen beim Mantis Q und beim Mantis G ragen sie, wie gesagt, etwas weiter heraus für mehr Sichtbarkeit, meiner Meinung nach. Die Gummifüße hatte ich auch schon gezeigt. Interessanter wird es bei dem SD-Kartenslot und USB-Anschluss. Die gibt es ja auf beiden Koptern oder bei beiden Koptern. Einmal hier der USB- und Micro-SD-Kartenanschluss. Allerdings sind die vertauscht. Also links ist der SD-Kartenslot bei Mantis G und dann USB. Und rechts erst USB und dann Micro-SD-Kartenslot. Ich vermute, aufgrund des neuen Kamerasystems, des Gimbals, musste man hier den Platz anders gestalten und auf der Platine vielleicht auch etwas anders aufteilen. Und da hat man sich dann halt gedacht, um den Platz zu schaffen oder zu machen, dann muss man das entsprechend umtauschen. So, hardware-technisch war es das. Jetzt geht's an die Software. Ihr seht einmal rechts Mantis Q, links Mantis G, einmal komplett miteinander verbunden. Und ihr seht schon, dass wir hier unterschiedliche Firmware-Stände haben. Und zwar bei der Drohne und bei dem Controller. Das hatte ich auch eingangs schon erwähnt, dass ich die Controller zwar untereinander tauschen kann, dann aber genörgelt wird von der Software. Ich sollte doch bitte eine neue Software installieren. Das hatte ich einmal probiert. Das hat also soweit funktioniert. Aber es macht ja keinen Sinn, jedes Mal, bevor man fliegen will, erst eine andere Software drauf spielen. Deswegen habe ich mir gesagt, ich markiere meine Controller. Ne? So im Moment ist G und Mantis Q und die Software, die da gefordert wird, die lasse ich hier einfach drauf. Ja, und so habe ich es dann auch gelassen. Ich habe jetzt bei beiden Koptern einmal die Oberfläche identisch eingerichtet. Ihr seht, das sieht also komplett gleich aus. Wir haben einmal auf der linken Seite Flugmodi, unten ein virtueller Horizont, wo ich noch eine Karte draus machen kann. Wenn ich zum Beispiel schauen will, wo ich gerade bin oder wo der Homepoint ist, dann seht ihr, dass wir hier in der linken Seite, wie gesagt, die Flugmodi haben. Dann haben wir rechts die Kameraeinstellungen, die Telemetrie ist unten und oben rechts haben wir Informations- und Einstellungsbutton für Spezialeinstellungen. Also das ist bei beiden identisch, das seht ihr, das ist gleich, also da hat sich nichts geändert. Interessant wird es, wenn wir einmal in die Flugmodi hineinschauen, da sehen wir bei Mantis Q nur drei Auswahlmöglichkeiten. Beim Mantis G sind es drei mehr. Die Smart Shots, der Kinomodus und die Wegpunkte, die hier noch dazugekommen sind. Ich habe mir sagen lassen, dass das vielleicht beim Mantis Q auch kommt. Allerdings muss man da bedenken, bei den Flugmodi, wie zum Beispiel die Spirale und das Rising, was da dabei ist,
Das funktioniert natürlich dann mit einem Gimbal etwas anders wie ohne Gimbal, ist natürlich klar. Und da denke ich mal, da muss etwas mehr dran beim Mantis Q gearbeitet werden und ich persönlich weiß nicht, ob das noch kommt oder nicht. Sei erstmal dahingestellt. Aber ihr seht, das ist in diesem Falle gleich. Wir gehen doch mal etwas näher ins Detail und zwar ganz speziell auf die Follow-Me-Geschichte. Wenn ich da einmal draufklicke, dann seht ihr, dass wir hier beim Mantis G3 Auswahlmöglichkeiten haben und beim Mantis Q nur 2. Hier ist zum Beispiel der Parallel-Follow-Modus dazugekommen. Den habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert bei mir soweit eigentlich ganz gut. Da kann ich nichts Negatives drüber sagen. Es macht natürlich Sinn, wenn man zum Beispiel eine längere Strecke parallel verfolgen möchte. Der Rest wie POI und Journey, die sind hier meiner Meinung nach gleich, also da hat sich nichts geändert. Ich habe da mal grob durchgeschaut, aber das scheint gleich zu sein. Ihr seht das, wenn ich mir das anschaue, da wird die Erklärung einmal gleich angezeigt. Also das ist soweit identisch. So, kommen wir nun zu den Einstellungen. Ihr seht hier einmal beide Einstellungen. In dem Fall bin ich auf die Einstellungen gegangen, habe dann die Drohne ausgewählt. Da haben wir oben im Reiter 4 Buttons und beim Mantis Q nur 3. Also da hat sich auch etwas geändert, denn hier gibt es einen vierten Button, das kleine WLAN-Symbol. Damit hat man Zugriff auf die Funkfrequenzen, zeige ich euch auch gleich noch. Das ist auch etwas anders und beim Mantis G gibt es eine zweite Variante, also nicht nur zum Startpunkt, sondern den dynamischen Rückflug oder dynamischen Homepoint. Das bedeutet, wenn ich mich zum Beispiel bewege, dann fliegt der Kopter zurück und das steht auch da, in einem Umkreis von ungefähr 10 Meter landet er dann um das Smartphone herum. Das fehlt beim Mantis Q, das ist einfach nicht da. Diese Funktion gibt es einfach nicht. Ja, was soll ich sagen, ne? Da muss man warten, ob das eventuell noch nachgeliefert wird. So, wenn wir jetzt hier einmal schauen, da haben wir noch die Möglichkeit, den vertikalen Steig- und Sinkflug und den horizontalen Flug oder die Geschwindigkeit dessen anzupassen. Das ist natürlich hier in einem Rahmen, der vorgegeben ist. Ihr seht das hier, die Geschwindigkeit bis maximal 10 Meter pro Sekunde, also zwischen 1 und 10 Meter pro Sekunde, die kann ich hinten einfach dann umstellen, so wie mir das beliebt. Ja, also einfach die Zahl auswählen, am Anfang vielleicht etwas niedriger einstellen und wenn man dann Erfahrung mit dem Fluggerät hat, kann man die Einstellungen dann entsprechend an seine Bedürfnisse anpassen, wenn man etwas schneller fliegen will. Wenn wir nun ganz nach unten scrollen, dann haben wir noch einen Button, der bei Mantis G fehlt. Hier haben wir die Möglichkeit, noch das Ansprechverhalten der Sticks, also die sogenannten Expositionen, anzupassen und zwar an seine Bedürfnisse. Wer jetzt zum Beispiel will, dass es am Anfang mehr verzögert und dann erst später in den Vollausschlag geht, der kann das da einstellen. Und unten drunter haben wir noch die Möglichkeit, hier die Empfindlichkeit und die Stärke anzupassen. Also da hat man wesentlich mehr Möglichkeiten wie beim Mantis Q, wobei ich glaube, das ist eine Einstellung oder das ist eine Sache, die man auch für den Mantis Q übernehmen kann, denn das hat ja jetzt mit der Kamera an sich nichts zu tun, sondern vielmehr das Flugverhalten, wie schnell oder wie weniger schnell er entsprechend ansteuert. Weiter geht es mit diesen Einstellungen. Hier ist aber, soweit ich das erkennen kann, auf den ersten Blick alles identisch. Man kann hier zum Beispiel die Räder bzw. das Klicken, wenn man auf den Joystick klickt, drückt, kann man entsprechend belegen. Das ist gleich, also da hat sich nichts verändert. Das ist soweit identisch, da hat sich nichts verändert. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich gerade erwähnt hatte. Der Button, der bei Mantis Q fehlt. Hier haben wir die Möglichkeit zu schauen, welche Frequenzen wir hier zur Verfügung haben. Und ihr habt auch gerade gesehen, auf welcher Frequenz ich mich befinde. Das ist zurzeit die 112. Und ihr seht auch hier, dass wir rechts das 5 GHz Band haben. Das ist so grün markiert. Und diese rote größere Fläche, das ist das 2,4 GHz Frequenzband, mit der unter anderem Telemetrie übertragen wird. Und ihr seht auch hier, dass, wenn ich das möchte, mir den Kanal eigenständig wählen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will auf den Kanal gehen und auf den bleiben, dann ist es nicht dynamisch, sondern in dem Fall fest oder fix. Das heißt, der Kanal, der eingestellt wird, der bleibt immer bei. Es sei denn, es ist ein Wetterkanal, dann fliegt man so oder so runter. Und zu guter Letzt der Einstellungsbutton, der ist natürlich bei beiden Koptern wieder da.
Und hier sieht man auch eigentlich auf den ersten Blick nichts. Das ist soweit identisch. Ja, also ihr seht hier, da hat sich nichts großartig geändert. Das kann man alles schauen, das ist gleich. Ja, da ist alles soweit identisch. Und dann ganz unten schauen wir noch, was haben wir da noch? Auch das ist, glaube ich, komplett gleich. Nee, der Gimbal ist natürlich klar. Den kann man hier noch kalibrieren, das macht natürlich Sinn. Der Mantis G hat einen Gimbal, dann kann man den auch kalibrieren. Der Mantis Q hat keinen, also ja, warum soll man da was kalibrieren? Zumindest den Gimbal. Ja, kommen wir zu den Kameraeinstellungen. Die sind größtenteils identisch. Es gibt ein paar kleine Änderungen, aber nicht viel. Da schauen wir hier einmal Automatik, manueller Modus. Das ist identisch. Wenn wir weiterklicken, einige Einstellungen, zum Beispiel das Videoformat oder die Videogröße, da haben wir hier unter anderem eine Auswahl mehr, und zwar die 2,7K-Variante können wir hier auswählen. Was ich mir hier vielleicht wünschen würde, wäre eine Möglichkeit, die elektronische Bildstabilisierung auszuschalten. Ich habe hier unter anderem bei Ultra HD einfach keine drin. Ansonsten habe ich sie immer dabei und vielleicht will ich die gar nicht immer dabei haben. Allerdings wisst ihr ja, dass bei 4K keine Bildstabilisierung stattfinden kann, zumindest elektronisch, weil das komplette Bild ist ja dann auch zur Verfügung. Also das habe ich dann auf der SD-Karte, und für die Stabilisierung muss immer ein gewisser Ausschnitt benutzt werden davon. Also ihr seht, hier gibt es ein paar Änderungen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es auch 120 FPS gab am Anfang oder ob es nur die 60 gab und die mal in einer Firmware-Variante kurzzeitig verschwunden waren. Ansonsten ist das identisch bis auf die 2,7K, die hier noch dazugekommen sind. Ja, dann gibt es eine Sache, die ich auf jeden Fall hier noch erwähnen möchte. Da muss man auch drauf achten, zumindest beim Mantis G. Das ist auch anders zum Mantis Q. Hier gibt es eine Einstellungsvariante, und zwar den Speicherort wählen. Und das hat den Hintergrund, hatte ich auch in meiner Review schon angedeutet oder erklärt, dass der Mantis G einen fest verbauten Speicher hat. Und wenn man da vielleicht die SD-Karte mal vergisst, kann man immer noch Bilder aufnehmen. Der Speicherort wird dann automatisch als ja interner Speicher ausgewählt, aber wenn man die SD-Karte in diesem Falle einsetzt, dann muss man vom internen auf den SD-Kartenslot wechseln. Also das darf man nicht vergessen, sonst wird das immer intern gespeichert. Ja, und da hat man natürlich dann ja keine Möglichkeit, die dann auf die SD-Karte zu kopieren. Ihr seht hier, dass ich auch die Möglichkeit habe, geschossene Bilder mir einmal anzuschauen. Ihr seht, das war hier bei mir in der Abenddämmerung, da habe ich mal probiert, wie sich das dann ja anschaut auf dem Bild. Geht so, sage ich mal. Ich habe es mir jetzt noch nicht zu 100% angeschaut. Und rechts die Bilder, da habt ihr schon ein paar von gesehen. Habe ich in meinen vorangegangenen Videos schon gezeigt. Hier habe ich sogar noch die Möglichkeit, wenn ich in diesem Bild bin, das kann ich mir so herunterladen und anschließend bearbeiten. Ihr seht, ich muss das Bild zunächst auf mein Smartphone herunterladen und anschließend kann ich das mit dieser integrierten Software bearbeiten. Geht natürlich auch beim Mantis Q, das ist jetzt neu, das ist in dem letzten Software-Update mit dazugekommen. Hat man die Möglichkeit, Bilder und Videos zu bearbeiten, und anschließend kann man diese dann via Social Media verteilen, Twitter, Facebook oder YouTube, die Videos, wer das gerne möchte. Also das funktioniert hier soweit ganz gut. Da habe ich auch schon mal Tests gemacht, das habt ihr zwar nicht öffentlich gesehen, aber ich wollte es einfach mal probieren. Funktioniert, man muss es halt nur wissen, wie es funktioniert, also erst herunterladen und dann kann man es bearbeiten bzw. entsprechend hochladen. Ja, das war's zumindest dazu. Ihr habt es gesehen, ich habe hier schon mal alles etwas gegenübergestellt. Es gibt hier einige Hardwareänderungen, es gibt auch einige Softwareänderungen. Im Großen und Ganzen finde ich, dass hier ja der Mantis G um einiges aufgewertet wird. Und in dieser Oberfläche seht ihr einmal der Mantis G links und Mantis Q. Das muss man in der vorangegangenen Maske, muss man das entsprechend auswählen. Wenn das einmal ausgewählt ist, dann ist das immer so verbunden, also die Software weiß das, dass das miteinander so verbunden und gekoppelt ist, dass hier der Mantis G drin ist und hier der Mantis Q benutzt wird, also da braucht man sich keine Gedanken machen. Wer das will, kann hier zum Beispiel sich einloggen, anmelden und dann sein Flugbuch hier in diesem Falle führen, ist für den einen oder anderen vielleicht auch ganz interessant, um später dann die Telemetrie einmal anzuschauen, sich den Flug auf einer Website nochmal nachstellen zu lassen. Also das geht in diesem Falle hier auch bei beiden.
Ja, liebe Leute, das war mal eine kleine Gegenüberstellung der Mantis Q zur Mantis G. Ihr habt schon gesehen, es gibt einige Hardwareänderungen, die hier anders sind, und es gibt auch einige Sachen, die sind zwar verändert, aber haben gar keinen großen Einfluss, und auch die Software, die hat das eine oder andere zusätzliche Feature, zumindest beim Mantis G. Und ihr könnt euch jetzt natürlich anhand dessen, was ich euch gezeigt habe, und ich glaube, ich habe alles erwischt, also alle Änderungen euch aufgezeigt, selbst eine Meinung bilden, wie ihr das seht. Ist die Mantis G da jetzt dadurch besser oder weniger gut? Da müsst ihr selber sehen, wie ihr das seht. Meiner Meinung nach glaube ich, dass die Mantis G schon alleine des Gimbals wegen und der einen oder anderen Einstellung und der Flugmodi die Aufwertung und der Mehrpreis auf jeden Fall wert ist. Also wer jetzt hier wirklich vor der Wahl steht, Mantis G oder Mantis Q, der sollte sich meiner Meinung nach vielleicht für den Mantis G entscheiden, auch wenn er da vielleicht etwas länger drauf sparen muss. Ja, liebe Leute, das war's zum Thema Vergleich der beiden Kopter. Ich hoffe, ich konnte euch alles zeigen, und der ein oder andere wird es vielleicht bis zum Ende geschaut haben, was mich natürlich freut. Und wenn ihr noch weiterschauen möchtet, könnt ihr auch gerne auf Facebook, Instagram oder Twitter von mir vorbeischauen. Und wer vielleicht auch seine Meinung dalassen will, hier als Kommentar, würde ich mich natürlich auch freuen. Vielleicht habt ihr dieselbe Meinung wie ich oder auch eine andere, was mich natürlich auch interessiert. Oder wer will, kann auch gerne im www.rc-drohnenforum schauen und dort seine Meinung dazu hinterlassen. Da werde ich dieses Video auch posten, und ich würde mich freuen, wenn er da mal vorbeischaut. Ich sage an der Stelle tschüss, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt dran auf jeden Fall. Lasst auch ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Ich sage tschüss, bis dann. Wir sehen uns. Ciao.